So. Neuer Tag, neues Glück. Hier würde ich jetzt. Ach so, doch, Moment, wir müssen ja. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, interagieren. Was können wir denn hier noch? Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute an bei den Informationen. Melde dich noch heute bei dem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. Ach so, das sind nur hier diese Kopfgeld-Dinger da. So, die Chocobos. Ist das eine neue Aufgabe? Ja, anscheinend. Oh, willkommen. Du bist doch der Freund dieses quirligen Fotografen, oder? Fotograf? Quirlig. Ja, wieso? Ich würde gern Fotos in Auftrag geben. Von was? Von wilden Chocobos. Die sind eigentlich heimisch hier, aber in letzter Zeit sieht man keine und das macht mir Sorgen. Verstehe. Geht klar. Vielen Dank. Ich kann leider nicht selbst auf die Suche gehen. Schließlich muss ich meine Tiere versorgen. Hoffentlich habt ihr Erfolg. Ja, normalerweise würde ich sagen, das ist ja cool, das wird mal ein einfacher Auftrag, aber ich befürchte, ganz so einfach wird es leider nicht. Ja, Jungs, kommt. Ich glaube, auch den können wir füttern. Hey, langsam. Ja. Ist ja gut. Nockt, alles klar? Können wir denn nochmal füttern? Oh, ist das süß. Okay, Moment. Aber wir müssen jetzt die Aufgaben, glaube ich, jetzt umstellen. Kann das sein? Vögel außer Rand und Band. Genau, wir haben nämlich die eine noch drin. Stufe 8 brauchen wir dafür sogar nur. Okay. So, das wäre 300 Meter in die Richtung. Naja, gut. Ist jetzt nicht direkt hier, aber ich glaube, das ist zu teuer. Recht schönen Tag. Wenn wir die Chocobo Salon, okay. Füttere deinen Chocobo beim Zelten mit Grünzeug, um ihn überwiegend mit positiven Zustandsveränderungen zu stärken. Die Futtermittel haben unterschiedliche Wirkungen. Kann man die jetzt kaufen oder mieten? Gemüse, Sprungkraft und Ausdauer. Nee, da kriegen wir jetzt nur Campingzubehör. Aber wir haben ja gar keinen Chocobo. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ist irgendwie ein bisschen unlogisch gemacht, finde ich. Weil hier, da stand ja, die kann man hier mieten, ne? Wenn du einen Chocobo gemietet hast, kannst du ihn innerhalb der bezahlten Mietdauer jederzeit unter Erkundung herbeirufen. Mietchocobos kehren bei Ablauf der Mietdauer von alleine zurück. Das haben wir doch schon mal gelesen irgendwo. Falls du gerade auf einem reitest, wenn die Zeit abläuft, kehrt er zurück, sobald du absitzt. Ach so, ich dachte schon. Mit dem Chocobo lassen sich in der Regel alle begehbaren Wege bereiten. Wenn sich dein Chocobo vom Weitergehen sträubt, dann steigt besser ab und lauft zu Fuß weiter, okay? Wenn man jetzt, boah, pro Tag 50 Gil, das ist schon richtig krass. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Sparfuchs. Nee, das muss wirklich nicht sein. Wir laufen da mal eben zu Na, Fuß hin. was hast du denn mit dem Besitzer der Ranch beredet? Er hätte gerne Fotos von wilden Chocobos. Oh, großartig. Genau mein Metier. Das nenne ich Arbeitseifer. Wilde Chocobos? Die sind bestimmt ziemlich scheu. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht greifen sie uns ja jetzt auch an. Es kann natürlich auch sein. Ist das jetzt ein Viech, was hier in der Ecke steht? Nee, das ist. Ach, das ist der Baum. Ah. Dann müssen wir den gleichen Weg wieder laufen. Diesmal aber bitte ohne Nebel. Und nach Möglichkeit auch ohne Gegner. Da, komm, mach Fotos. Junge! Leute, wo seid ihr? Hä? Sind die allein? Wollen die mich veräppeln? Muss ich jetzt hier alleine kämpfen, wenn jetzt hier was kommt, oder wie? Ja, geil. Die Jagdsaison ist eröffnet. Ja, blocken kannst du wieder nicht, ich weiß. Hilft mir jetzt hier auch mal einer? Hallo, ausweichen.
Perfekt. Ja, dann kriegen wir halt alle was, obwohl keiner da ist. Das ist ja geil. Das heißt, ich muss jetzt wirklich alleine speichern. Quatsch. alleine kämpfen. Das fände ich jetzt aber echt scheiße, wenn jetzt hier was Großes kommt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt überhaupt Fotos macht, ne? Der eine. Ich meine, der redet mit mir, aber der ist nicht da. Hallo, lieber Chocobo. Bleib doch mal stehen. Ah, da kommen sie jetzt endlich wieder. Okay, perfekt. Nein, du sollst es aufheben. Ist das denn so schwer? Oh, mein Gott. Aber wie kann ich den denn jetzt überhaupt fotografieren? Steht hier nicht drin. Ich meine, hier sind viel zu viele Insekten. Weichling. Ich meine, hier sind ja jetzt viele Chocobos. Und das ist ja auch offensichtlich hier in dem Bereich. Der nächste ist jetzt wieder vor uns, aber... Hallo, geht's, ne? Aber ich kann ihn ja halt nicht fotografieren. Ich hoffe, dass er ihn jetzt wirklich fotografiert, dass ich da jetzt nur den Stellen hinterherlaufen muss. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, sieht so aus. Suchen wir. Da ist doch einer. Los, mach Fotos. Nein, mit A. Scheiße. Wo ist A? Unten. Ah, fuck. Komm her. Komm her. Komm. 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 Ah, na, geht doch. Hier ist das Vögelchen. Braver Chocobo. Gut. Das ist im Kasten. Ja, das ist gut. Das können wir auch speichern. Finde ich gut. Das ging erfreulich schnell. Sind die Fotos auch was geworden? Oh, du stellst Fragen. Fürs Album mitgeknipst? Du stellst Fragen. Okay, aber wir müssen jetzt nur wieder zurück. Also da steht jetzt nichts von, dass wir noch mehr Fotos machen sollen. Weil wir haben jetzt nur ein Foto gemacht. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber naja. Hallo, du sollst... Nein, du sollst passieren, so wie das, was da in A steht. Sag mal. Ja, immer noch passieren. Das ist echt nervig. Das war kein Sprint. Aber schön, dass du angreifst, ohne zu fragen. Nein, immer noch passieren. Na los. Schlaucht alles ganz schön. Du sagst es. Vor allen Dingen das Sprinten, ne? Ist mir jetzt hier eine Sackgasse? Ja, toll, da rennt man einmal den Punkt hinterher. Stimmt, von da sind wir gekommen. Autospeichern wird manuelles Speichern empfohlen. Ja, mache ich doch zwischendurch. Entschuldigung. So, sind wir auch bald wieder da. Ach, jetzt kannst du nicht mehr laufen oder was. Ich sehe übrigens immer noch nirgendwo meine Ausdauer. Der ist dann zwar irgendwann erschöpft. Und der meckert mich ja auch an von wegen Ausdauerbalken und so. Aber ich sehe die irgendwie nirgendwo. So, wenn ich hier jetzt noch wieder reinkommen würde. Ah, hier. Perfekt. Leute. Juhu.
Mit wem hatte ich da jetzt gesprochen? Mit ihm. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Er wollte doch die Fotos. Gilt das Meinst jetzt unter du, ihr Jagd? Könntet uns da aushelfen? Exorzismus im Nebelwald, okay. Hat er neue Ortsinfos? Nee. Wieso kann ich das denn nicht abgeben? Schaut mal wieder vorbei. Wiss-Bericht erstatten. Das ist der doch, oder nicht? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Doch, das ist der doch. Dankeschön. Ah. Oh, die sind ja hübsch geworden. Sind die Tiere in Ordnung? Ja, sind sie. Machen einen munteren Eindruck. Das sehen Sie allein an den Fotos? Nun ja, ich züchte ja nicht erst seit gestern, Chocobos. Hier, das gebe ich euch als Dank für eure Mühen. Probiert's doch einfach mal mit euren Vögeln aus. Das heißt? Dass wir jetzt Futter bekommen, oder? Samen, na toll. Ich habe aber keinen eigenen. Also können wir es auch nicht damit ausprobieren. Schade. Ja, okay. Dann schauen wir mal eben. Das nächste ist jetzt automatisch, dass wir die finden. Ich würde jetzt aber... Moment, haben wir da jetzt noch eine Aufgabe? Ach, du bist's. Ist irgendwas? Mir wurde berichtet, dass sich draußen ein geschwächter Chocobo befindet. Könntet ihr vielleicht nach dem Vogel sehen? Ich würde ihm gern helfen. Klar doch. Kein Problem. Kein Problem. Wir sagen zwar schon seit 3 Tagen, wir müssen ganz dringend zu den anderen. Aber wir machen das jetzt auch noch eben. 3 Kilometer. Ach so, nee, das ist das andere. Moment. Chocobo in Gefahr. Da. So, das wäre wo? Das wären 2 Kilometern. Ist auch nicht viel besser. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall das Auto für. War das gerade ein Baby-Chocobo? Seid ihr Baby-Chocobos? Oh, ihr seid ja niedlich. Egal, wir müssen jetzt trotzdem zum Auto. Sowas hätte ich gerne als Begleittier oder so. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja, automatisches Fahren bitte zum Aufgabenziel. Chocobo in Gefahr. Wiss weiß sicher genau, worauf er achten muss. Ein waschechter Profi. Da wird man ja fast neidisch auf die Chocobos erfahren. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was man jetzt eigentlich mit den Fotos machen kann. Ob man die eventuell als Screenshot angucken kann oder so. Das fände ich natürlich geil, weil dann könnte ich die nämlich auch teilweise wunderbar nehmen als, Thumbnail. Okay. Wohin als nächstes? Aber ich möchte den gar nicht umlackieren. Der hat ja dieses geile Lila jetzt drauf, deswegen... So, wohin als... genau. Das ist eine gute Frage. In diese Richtung, würde ich sagen. Hier müsste es sein. Ausschwärmen, Brüder. Ja, findet den Chocobo. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Perfekt, perfekt. Neue Rezepte sind immer gut. Ich denke mal, da kann man nicht reingehen. Wahrscheinlich müssen wir den jetzt noch beschützen oder so. Armes Vögelchen. Armer Kleiner. Ich glaube, ich habe unseren Patienten. Noct, hast du ein Heilmittel zur Hand? Mist. Keine Medizin dabei. Das ist jetzt euer Ernst, ja? Dass ich jetzt Medizin brauche? Ich glaube, ich habe unseren Patienten. Noct, hast du ein Heilmittel zur Hand? Mist. Keine Medizin dabei.
Ja, und was für Medizin braucht er jetzt? Kann ich die in der Hütte finden eventuell? Ich glaub's ja nicht. Was sind das denn für Viecher? Die Hütte kommen wir aber auch nicht rein. Links sind Feinde. Danke. Danke, dann laufe ich nach rechts. Ich will jetzt nur zum Auto, damit ich erstmal shoppen kann. Vielleicht können wir da ja irgendwie Medizin besorgen. Ich weiß aber nicht, ob die Medizin halt eben auch, ne, für die Kochobos gilt. Geschäft. Kann man das so? Ja, das ist wunderbar. Ja. Kugelsichere Weste. Wertgegenstände, Campingzubehör. Musikgerät unter wichtige Gegenstände. Ja, nee, ist klar. Gegengift habe ich einmal dabei. Das heißt, das wird er wohl nicht brauchen. Ich habe auch Elixiere dabei, aber das scheint er auch nicht zu brauchen. Der Feder eines unsterblichen Vogels nachempfunden. Steht aber, es belebt ein Gruppenmitglied aus der Kampfunfähigkeit. Das wird jetzt wohl nicht die Medizin sein, die gemeint ist. Halt Gift. Na gut, ich weiß jetzt nicht, aber ich habe ja eins im Inventar, also das dürfte der ja eigentlich nicht meinen. Wo soll man denn jetzt hier? Bei der einen habe ich ja auch nur das Zeug zum Futtern da gesehen. Also hiervon kaufen wir auch jetzt mal eben ein paar, aber jetzt natürlich nicht für den Vogel. Damit wir wieder ein paar einfach haben. Um das arme Tier vor dem Tod zu bewahren, soll Noctis es mit Heilmittel aufpäppeln. Ich habe aber kein Heilmittel. Und auf A habe ich schon gedrückt. Hier müsste es sein. Ausschwärmen, Brüder. Ja, findet den Chocobo. Also theoretisch müsste ich was dabei haben. Ich weiß aber nicht. Also A... Hallo? Ich wollte nur mal eben ein bisschen nach oben gucken. Entschuldigung. So, wir kommen noch mal zu dir. Es ist halt blöd gemacht. Ich glaube, ich habe unseren Patienten. Noct, hast du ein Heilmittel zur Hand? Ach, jetzt auf einmal kann ich den Heiltrank benutzen, hä? Braucht er denn einen kleinen Heiltrank oder wie? So. Oh, es hat gewirkt. Pass gut auf dich auf. Echt jetzt? Okay. In diesem Zustand hätte er einen Angriff nicht überlebt. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Das muntert Whis sicher auf. Ja, mich ehrlich gesagt auch. Ich find's auch gut. Achso, das waren die... Ja, okay, das hat er eingezeichnet. Gut, es war ein bisschen blöd gemacht, dass man da den Heiltrank für brauchte, aber na gut. Lasst nichts liegen. Okay. Hat ja alles geklappt. Aber mal ganz ehrlich, dafür, dass das Auto ja so ein fettes Teil letztendlich ist, hört sich der Motor jetzt nicht so besonders an. Müsste eigentlich viel schwerer. Heil angekommen. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Ja. Genau. Zu dem Typen müssen wir wieder, ne? Hallöchen. Hallo, ihr Baby-Chocobos. Das ist so süß. Und? Habt ihr den Chocobo gefunden? Ja, hüpft wieder putzmunter durch die Landschaft. Oh, wirklich? Das heißt, ihr konntet ihn also versorgen? Vielen Dank. Ich habe gar keine Belohnung vorbereitet. Na toll. Aber das hier kannst du haben. Das haben wir gerade neu ins Sortiment aufgenommen. Ey, Gil wären mir lieber gewesen.
Aber na gut. Nehme ich auch an. Okay, ja, dann würde ich sagen, dass ich hier jetzt mal einen kleinen Cut mache und mich dann aufmache, um die Sache mit der Familienbande zu erledigen.